So, Level Up. Einen weiteren Fähigkeitspunkt haben wir zur Auswahl, beziehungsweise zu verteilen. Ihr konzentriert eure spirituelle Hingabe, um euch selbst und nahe Verbündete um 637 zu heilen. Also, das heilige Ritual, das müssen wir lernen, dann passt das schon. Dann können wir da ein bisschen was machen. So, durchdringender Wurfspeer. Ihr schleudert euren Speer mit gottgleicher Kraft auf einen Feind, verursacht so 190 magischen Schaden und schleudert diesen 5 Meter zurück. Ja. So, das interessiert uns nicht so wirklich. Sonnennova, ihr verbrennt einen Feind mit einer Ladung strahlender Hitze, die 190 Schaden zufügt und ihn in Flammen aufgehen lässt. Die Flamme verringert sein Lauftempo. Ja, ja, ja. Okay, okay. Super, duper und bra, bra, bra. Yes. Ich möchte jetzt bloß nochmal eben schauen bei Waffe. Waffe mit Schild. Durchstoß. Okay. Haben wir leider nichts Neues. Okay. Dann ist es eben so. Hier sind gerade sehr viele Quests. Ich möchte mal spaßenshalber einfach da rauslaufen. Und uns das mal hier anschauen. Einfach mal ein bisschen die Wildnis angucken, ja? Einfach mal Mäuschen spielen. So. Damit ich euch auch mal ein bisschen das Umland zeigen kann. Und weil ich selber gerade ein bisschen sehr neugierig bin und auch mal das Umland sehen möchte. So. Ach, warte mal. Ach, guck mal, wir sind hier oben. Denn, Dingens. Steinfälle. Hier, das wäre das Startgebiet. Das wäre das Startgebiet von dem Ebenherzpakt. So. Okay. Ach, guck mal, da unten startet man. So. Das ist ja mal interessant. Okay. Arthas Tenetil ist hier. Und ja. Zu diesem Schrein gehen wir ja jetzt auch gleich mal. Das sind Wegschreine, Wegmarken, zu denen man sich dann hinporten kann. Also man kann diese Wegschreine wie Teleportpunkte ansehen, zu denen man kostenlos sich hinteleportieren kann, wenn man hinläuft. Wenn man natürlich gleichgültig sagt, ich möchte mich da hinporten lassen, dann muss man Geld zahlen. So, beispielsweise, ich gehe jetzt hier mal hin. Jetzt kann ich hier zu diesem Teleporterpunkt kann ich mich kostenfrei hinporten, ohne dass ich was dazu bezahlen muss, ja? Sehr schön. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Was haben wir denn hier Feines? Ah ja, also. Das ist wiederum eine andere Geschichte. Wenn wir so eine Fackeln haben. Fackeln sind kleine Instanzen, in die wir hineinschreiten können. Und dort einen, ja, sagen wir mal, so einen kleinen, ja, Nebenboss töten können. Also es ist wirklich keine starke Kreatur, aber es ist halt einer mit einem besonderen Namen. Rotkrähenschurke. Oh, der Stufe 7. Ich habe gerade voll auf die Eier gekommen von einem. Ja. Ich habe gerade auf die Eier bekommen von einem, der Stufe sonst da was war. Stufe 4. Also somit glaube ich nicht, dass ich da wirklich weit komme. Deswegen gehen wir jetzt einfach wieder zurück in die Stadt. Aber ich finde es sehr nice. Sehr nice. Also es sieht hier sehr schön aus. In Steinfälle sieht es sehr karg aus. Also da ist es hier nicht so bewaldet. Da ist die Flora und Fauna leider nicht so gewährt. Da ist es eher wirklich karg. Da ist es mit Vulkangebieten. Ja, das sind da kleine Vulkangebiete, was es ein bisschen eklig macht. Und somit ist da auch vieles verbrannt und öde und bar und und ja, also das gefällt mir hier schon sehr gut, diese Ländereien. So. Meine Pferde sind echt. Ah, hier, guck mal. Da kannst du dir Pferde kaufen. Sind auch relativ günstig. Ja, 42.000 so ein Gaul oder hier 10.000, das ist der Rotfuchs. Kann man sich auch mal gönnen.
wer hat, der kann, sag ich mal. Aber ich kann gerade nicht. Ich kann maximal... Ich kann maximal in mein Inventory... Achso, hier kann ich unter anderem noch Attribute verteilen. Da geben wir einfach mal Lebenspunkte. Fertigkeiten. Was haben wir hier? Achso, das ist das. Kostüme, Begleiter. Ach, kaiserliches Pferd. So. Das kaiserliche Pferd habe ich unter anderem auch. Das ist das Schöne. Bla bla bla. So, okay. So, Gilde habe ich keine. Nachrichten ist okay. Und so weiter und so fort. Ja, also ich muss eine Sache sagen. Was mir sehr gut bei diesem Spiel gefällt, ist die Tatsache, dass ich F1 drücken kann. Und dann kriege ich eine Info. Eine Info zu allem, was es so gibt. Dann brauche ich nämlich nicht im Internet groß surfen. Dann kann ich mir einfach hier mal das Zeug durchlesen. Zum Beispiel Charakterfortschritt, Stufenausstieg, was es da alles zu beachten gibt, was es an Ressourcen gibt, bla bla bla. So, Champions. Hä? Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte eigentlich beim Kampf Feinde identifizieren und was es da noch so alles gibt. Also man kann hier unter anderem fischen. Hier wird eigentlich sehr vieles gleich erklärt. Ja, also man braucht nicht groß suchen. Man findet hier sehr viel über verschiedene Charaktere, Gegenstände, die Bank und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich sehr gut von den Entwicklern durchdacht gewesen. Was ich sehr, sehr, sehr positiv finde. So, wir können ja mal hier spaßenshalber hingehen. Obwohl, nee, da kommen wir wahrscheinlich noch nicht mal hin. Achso, hier. Mein weißes Pferd. Mein weißes Ross. Ja, okay. Man kann ja auch mal ein bisschen querfeld einlaufen, ne? Oh, was haben wir denn hier vorne? Tag 17. Bewache Adlige, die durch Glen Nubar reisen. Ob es wohl irgendetwas Langweiliges gibt? Wir haben den westlichen Ausblick von Durchsturz erreicht. Schnarch, wahrscheinlich schlafe ich noch ein, wenn nicht bald etwas passiert. Okay. Hier ist anscheinend was passiert. Au, wir befinden hier uns sogar. Ja, also wo befinden wir uns hier gerade? Wir befinden uns gerade an einem Punkt XY. Dieses Totenkopfsymbol, das heißt, hier ist ein besonderer... ja, ein besonderes Wesen, was hier gespawnt, was man töten kann, um halt besonderes Equip zu erhalten. Ja. Ist ja mal interessant. Ist ja mal interessant, dass das hier schon so dicht gelegen an der Straße ist, was ich echt beeindruckend finde. Oh, warte mal, hier haben wir... Beinkleid. Haben wir noch irgendwas? Oh, hier haben wir noch eine Haube. Können wir hier vielleicht noch Streitkolben? Ja, ist jetzt nicht das beste Zeug, aber für den Anfang nicht so verkehrt. Wenn wir es vielleicht anlegen können. Ja, mal gucken. So, und wenn wir hier gerade noch so einen anderen Typen haben, sage ich mal, vielleicht können wir dann... Oh, oh. So, das ist dieser Beinschänder. Der hier halt die Kreatur des Bösen wäre. Einfach mal mit Damage machen, in der Hoffnung. Ach du Kacke. Ja, ich sterbe. Ich habe leider
kein Trank oder ähnliches. Vergiftung! Ich bin an Vergiftung gestorben. Das finde ich ja scheiße. Das ist ja richtig scheiße. Ja, da frage ich mich. Oh, Hilfe! Mach ihm Messe! Oh, ich kann ihn looten! Ich darf ihn looten! Das ist eine Ehre für mich! Ich darf ihn looten! Schwere Rüstung? Yes, easy. Oh, warte mal hier. Ha, du seist geheilt! Ha, du seist auch geheilt! Beinschänders schlechter. Super Sache. Easy. Und das Geile ist, immer wenn man etwas erreicht hat auf dieser Map, dann wird es weiß. Ja, also man sieht, wo war man bereits auf diesen einzelnen Maps. Und das finde ich auch sehr cool und auch sehr gelungen. Ja, sehr schön. Eisenhaube. Schwere Rüstung. Sieht dämlich aus, wa? Sieht wirklich nicht so toll aus. So, hier haben wir noch ein paar Handschuhe. Sandaletten brauchen wir auch nicht. So, Eisenkeule. Zweihändig. Heilungsstab zweihändig. Ja, das ist dämlich. Wir haben leider wirklich überhaupt gar nichts, was wir gerade wirklich nutzen könnten. Also, wie schon gesagt, ich wäre eigentlich sehr darüber froh, wenn wir mal ein bisschen gecraftetes Zeug mitnehmen könnten. Also damit meine ich, wenn wir nicht gerade Jute, aber Jute wäre zum Beispiel so ein Craft-Zeug, wenn wir irgendwo Eisen finden würden, dann könnten wir das mal mitnehmen. Dann kann ich euch auch mal zeigen, wie dieses Crafting-System hier funktioniert. Was ich, ja, wiederum gewöhnungsbedürftig finde. Hey, sagen wir es mal so. Wollt ihr euch etwas Gold verdienen? Oh ja, Gold verdienen. Hier, komm. Backenbart. Auf ein Wort, Fremder. Ihr macht mir einen mutigen Eindruck. Ich hätte da was für euch. Ihr was? Seid auf nüchtern, nicht wahr? Gut. Hättet ihr Interesse an einem Auftrag? Was für eine Art Kontrakt? Nichts Gefährliches. Fürst Diel, mein Vater, hat eine Gruppe namens die Dolche angeheuert, um die Hapyen-Bedrohung zu untersuchen. Aber sie sind schon zu lange weg und ich mache mir langsam Sorgen. Wir wollen kein Blut an den Händen haben, wenn all das hier vorbei ist. Nun, ihr müsst sie für mich finden. Ihr könnt den einen Dolch mitnehmen, der es geschafft hat, zum Lager zurückzufinden. Er kann euch die Einzelheiten erklären. Ich würde ja meine Wachen schicken, aber dann könnten sie mich nicht mehr beschützen. Das versteht ihr doch sicher. Aha. Oh. Eine Angelrute. Ah, hier. Hallo, Bumnock. Ihr wollt mir helfen, den Rest der Dolche zu finden? Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das Zeug zum Dolch habt. Eure Hände sehen mir ziemlich weich und zart aus. Fast so, als hättet ihr noch nie jemanden mit euren Fäusten so richtig verdroschen. Die Dolche wurden angeworben, um Fürst Diel beim Sammeln von Materialien für seine Forschungen über Hapyen zu unterstützen. Wir holen ihm, was er braucht, und werden dafür bezahlt. Kinderleicht. Aber jetzt ist der Rest der Dolche verschwunden. Wir müssen sie finden und sicherstellen, dass unsere erste Mission auch ein Erfolg ist. Okay, das ist der erste Auftrag der Dolche? Fragezeichen. Über welche Forschungsmaterialien reden wir hier? Hapyen, Eier, was auch immer wir zurückbringen können, damit Fürst Diel herausfinden kann, warum diese Flatterfrauen in letzter Zeit so gewalttätig sind. Wir müssen die vermissten Dolche finden. Gelvin, unseren Anführer, und die Remly-Brüder. Wir finden sie und helfen ihnen, ihre Aufträge zu Ende zu bringen. Und wo wir schon mal dabei sind, suchen wir auch gleich noch nach Faulschwinge, der Königin der Flatterfrauen. Sie ist eine bösartige Mörderin und jemand muss sich um sie kümmern. Wir sollten nicht trödeln, also macht schnell. So,
Was oder wer sind die Dolche? Wir sind schon ein seltsamer Haufen, so viel ist das, sicher. Das dachte ich. Galvin hat jeden Einzelnen von uns gefunden, wie er entweder seinen Kummer im Alkohol ertränkte oder auf den Straßen von Dolchnorz um Geld bettelte. Wir waren zu nichts mehr Nütze und so gut wie vergessen. Galvin wollte das ändern. Ja, okay. Ein paar von uns haben versucht, der Stadtwache beizutreten oder bei der Kriegergilde aufgenommen zu werden. Ehrlich gesagt wollte uns keiner haben. Wir waren ihnen nicht gut genug. Also haben wir die Dolche gegründet, um ihnen zu beweisen, dass sie sich irrten. Das finde ich gut. Ja? Das finde ich echt gut. Eigeninitiative, Freunde. Eigeninitiative, so muss man das nämlich machen in der heutigen Gesellschaft. Wenn ihr was erreichen wollt und keiner euch vertraut, macht's selbst, ja. So, wie kann man... Ich habe geschworen, jedem Gegner als Gleichgestellten gegenüberzutreten. Wenn sich ein Gegner mir mit einem Schwert stellt, dann trete ich seiner Klinge mit einer eigenen entgegen. Die Harpyien kämpfen mit Krallen. Wie könnte ich mich ihnen mit etwas anderem stellen als meinen bloßen Fäusten, mit denen mich die Natur ausgestattet hat? Scharf und elegant. Sie tragen keine Waffen, also werde ich das auch nicht tun. Ich werde sie unbewaffnet angehen. Fäuste gegen Krallen. Und ich werde es voller Ehre tun. Fürst Diels Wachen waren in der Stadt und suchten nach ein paar Mietlingen. Sie fanden uns im Rosenlöwen, wo wir gerade unsere neu begründete Partnerschaft begossen haben. Wir brauchten einen Auftrag. Fürst Diel brauchte etwas Hilfe. So einfach war das. Nun, nicht wirklich. Wir sprachen gerade darüber, wie wir uns einen Auftrag suchen müssten. Und plötzlich machten uns Fürst Diels Leute ein Angebot. Das sahen wir als ein Zeichen an, dass wir das Richtige tun. Die Dolche schienen auf dem aufsteigenden Ast. So, sind wir mal gespannt, ob das wirklich so ein aufsteigender Ast ist oder ob das ein abgesägter Ast ist, auf dem man sitzt. Kann ja sein, dass es so ist oder so anders. Okay. Ja, warte mal. Ich laufe hier extra an der Seite ein wenig entlang. Wir haben noch, einen Skillpunkt übrig? Ja, einen Fertigkeitspunkt haben wir noch. Da können wir mal in schwerer Rüstung die Entschlossenheit leveln. So, denn dadurch erhöht sich unsere Rüstung um 21 Punkte. Ja, also 21 Punkte. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel ist. Ich glaube nicht. Aber wenn ich jetzt Inventory gehe... So, hier haben wir 129. Ja, ist jetzt nicht so viel, aber... Für die Zukunft, immer wenn wir ein weiteres Rüstungsteil finden, schwere Rüstung, dann wird sich das dann dementsprechend kumulieren und erhöhen und so weiter und so fort. So, okay, Jute, oh, hier haben wir das erste Eisenerz für uns. Dass wir selbst mit unseren eigenen Händen abgebaut haben. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass wir da zweimal draufschlagen und dass es dann schon alle ist. Ja, aber hier ist noch eine Truhe. Einfach. Das finde ich sehr nice in diesem Spiel. Dass diese Truhen einfach irgendwo rumstehen und dass man da richtig krasses Zeug rausholen kann. Scheiße. Wir haben sogar den großen Vorteil... Das Melters spielt, denn ich mache dieses Minigame sehr, sehr gerne und bin da auch schon ein bisschen geskillt drin. Ich habe da Bekannte, die da ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, ne, Körperlegastheniker sind, die das nicht so drauf haben. So, okay. Hier gucken wir auch gleich nochmal. Das ist des Werwolfs Fell. Des Werwolfsfell von einem unbekannten Rudelführer, bla 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 bla. Also wenn ihr euch diese Bücher durchlesen möchtet, gerne. Ich suche immer, also ich suche gerne diese Bücher. Die kann man auch, das finde ich auch sehr schön, die kann man auch alle nachlesen, wenn man mal Lust und Laune hat. Oh Gott. Hast du ihm eine gegeben, war so richtig schön BÄM ins Gesicht. BÄM ins Gesicht.
was haben wir denn da oben? Achso, das ist eine Möwe. Ich dachte gerade, was ist denn das? Ja, aber das war bloß eine Möwe. Okay, gut. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung, alles. Tutti frutti. So. Okay. Hier vorne gehen wir auch gleich nochmal hin, gucken, was es damit auf sich hat. Was ist denn... Oh, hier sind die Harpien. Welche Stufe sind wir jetzt eigentlich? Oh Gott, ich muss gleich mal niesen. Oder auch nicht. Immer schön die Rotze hochziehen. Immer schön die Rotze hochziehen, ja. Heuschnupfen sei Dank. Wir sind hier gerade an der Küste, deswegen ist da mein Heuschnupfen nicht so stark. Haben wir hier noch irgendwo vielleicht ein bisschen Metall, Eisen oder was ähnliches? Ja. Oder auch nicht. Okay. Das müssen wir gesehen haben, da bin ich mal gespannt. Was Mutriels Fischhütte entdeckt. Wow, Hefe. Wir könnten hier Hefe klauen. Drachenblut. Naja. Das heißt bestimmt nur so. Wenn wir da mal reingehen. Ich kann euch unter anderem auch empfehlen, das erste, was man eigentlich machen sollte, ist in dem Haus, beziehungsweise in der Stadt, komplett alle Häuser mal durchgegangen sein. Denn dies faulig riechende Truhe enthält eine große Menge verrotteten Fisch. Verdächtige Truhe. Hier müssen wir später noch irgendwann mal hin. Ha? Feuerstelle. Ja, wieso sollte man Pfeile ein... Wieso sollte man erstmal alle Häuser durchgehen? Es gibt... Oh. Rosenlager. Rezept Rosenlager. Erhöht eine Stunde lang eure Lebensregeneration um 122 und eure Magierregeneration um 112. Weizen und Rose. Rezeptverbesserung 1, benötigte Rezeptqualität 2. Okay. Hier, genau das ist es. Es gibt immer in diesen einzelnen Häusern solche Bücherregale. Alles, was Bücherregal ähnlich aussieht, anquatschen. Grundsätzlich, anquatschen, Freunde, ja. Denn ihr lernt in diesen, bei diesen Bücherregalen beispielsweise eure Grundfähigkeiten, Grundfertigkeiten, die ihr so gesammelt habt, könnt ihr dann noch erhöhen. Also das heißt dann zum Beispiel, ihr erhaltet dann Rüstung 5, ja, Rüstung 6, Rüstung 7 erreicht. Und das ist dann halt, das ist dann für euch Skilling, das wird einfach nachgeworfen. Ja, also dann heißt es auf einmal, ich habe dann Rüstung 7 auf einmal, dann kann ich hier hinten irgendwo mir was Neues schon aussuchen, obwohl ich eigentlich noch nicht eine Quest gemacht habe. Was wiederum auch sehr cool ist. So, deswegen bloß so mein Hinweis, achtet darauf, dass ihr alles mitnehmt, was ihr finden könnt, ja. Das haben wir ja auch schon bei Gothic 1, 2 und, na, 3 habe ich nicht gespielt. Aber bei Gothic 1 und 2, da haben wir es gelernt. Von Diego, dem guten alten Diego. Hier haben wir eine Harpie. Hier können wir ja mal spaßeshalber...